Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Coffee Lecture. Mein Name ist Stefan Schmier und ich werde Ihnen kurz zeigen, wie man einfach und unkompliziert an frei zugängliche Fachliteratur kommt. Wenn Sie auf der Suche nach wissenschaftlicher Literatur sind, passiert Ihnen häufig Folgendes, insbesondere dann, wenn Sie, wie vielleicht zurzeit aufgrund der Covid-19-Pandemie, nicht an einer Universität oder Forschungseinrichtung sind. Sie stehen vor einer Paywall, einer Bezahlschranke. In diesem Fall, wenn Sie sich nicht über Ihre Einrichtung einloggen können, können Sie den Artikel für 42,50 € kaufen plus Steuern. Oder in diesem Fall für 41 Euro. Oder hier für 41,59 €. Oder hier 33,95 $. 12 Euro. Oder hier geradezu ein Schnäppchen für 8,99 € können Sie aber nur zeitlich beschränkten Zugang zu diesem gesuchten Artikel erwerben. Das ist ärgerlich, aber natürlich verursacht das Herstellen, das Verbreiten von Zeitschriften und Büchern Geld. Allerdings bekommen die wichtigsten Akteure in diesem Prozess, nämlich die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, kein Geld dafür, wenn sie als Autorinnen und Autoren, aber auch als Gutachterinnen und Gutachter tätig sind. Die machen das als Dienst an der Wissenschaft und die im Rahmen ihrer Tätigkeit und werden von ihrer Einrichtung bezahlt, also in der Regel von der öffentlichen Hand aus Steuergeldern, weil wissenschaftliche Forschung eben meistens an öffentlich finanzierten Einrichtungen betrieben wird. Und das führt zu der Forderung, dass solche mit öffentlichen Geldern erzielte Forschungsergebnisse auch für alle frei zugänglich sein sollten. Und das hat eben wiederum zu dem Ruf nach Open Access geführt, schon seit einigen Jahren oder Jahrzehnten. Was bedeutet Open Access? Das bedeutet den freien Zugang zu wissenschaftlichen Publikationen ohne finanzielle, technische und rechtliche Barrieren, abgesehen von der technischen Barriere eines Internetzugangs, was heutzutage aber weltweit glücklicherweise kein allzu großes Problem mehr darstellt. Im engeren Sinn bedeutet Open Access aber auch, dass die Bearbeitung, Weitergabe, Veröffentlichung unter Einhaltung bestimmter Bedingungen erlaubt ist, dass ich solche Dokumente auch nachnutzen darf und für eigene Zwecke unter bestimmten Bedingungen verwenden darf. Open Access hat in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen. Hier sehen Sie zum Beispiel den Anteil, den Open Access-Anteil für Zeitschriftenartikel mit Autorinnen und Autoren aus deutschen Einrichtungen in den letzten 5 Jahren. Es sind ungefähr 29% Open Access. Unter einer freien Lizenz weitere 6% sind zum Beispiel über die Webseite des Verlags kostenlos zugänglich, ohne aber unter einer freien Lizenz und damit nachnutzbar zu sein. Wenn Ihr gesuchter Artikel darunter fällt, dann haben Sie Glück gehabt. Was aber, wenn er zu den restlichen, hier grau eingefärbten 65% gehört, auch dann müssen Sie nicht verzweifeln. Autorinnen und Autoren haben nämlich die Möglichkeit, in vielen Fällen Zweitversionen ihrer Artikel in fachlichen oder institutionellen Repositorien hochzuladen, wo sie dann frei zugänglich sind. Ein fachliches oder das größte, bekannteste fachliche Repositorium wäre zum Beispiel Archive, das in der Physik, Informatik und Mathematik eine sehr große Rolle spielt. Institutionelle Repositorien werden von Universitäten und Forschungseinrichtungen betrieben, wie wir das in der TIP zum Beispiel für die Leibniz-Universität Hannover machen. Das ist aufgrund der Lizenzvereinbarung, die die Autorin, der Autor mit dem Verlag unterschrieben hat, häufig erlaubt oder auch aufgrund gesetzlicher Bestimmungen erlaubt. Es gibt da einen Paragraphen im deutschen Urheberrechtsgesetz, allerdings mit gewissen Einschränkungen. Häufig ist das mit einer Embargofrist verbunden. Das heißt, die Artikel dürfen erst nach einem halben oder einem Jahr frei zugänglich veröffentlicht werden. Diese Zweitversionen sind dann im Idealfall über den DOI, den Digital Object Identifier, mit der Zeitschriftenversion verlinkt und auf diese Weise können sie einfach gefunden werden. Es wäre natürlich ein Riesenaufwand, jetzt sämtliche in Frage kommenden Repositorien zu durchsuchen, aber da gibt es einfache Möglichkeiten, die ich Ihnen kurz vorstellen möchte. Das wäre einmal das kleine Tool Unpaywall. Das ist ein kleines Add-on für die Browser Firefox und Chrome, dass Sie sich ganz einfach installieren können. Und dann passiert Folgendes: Wenn Sie zum Beispiel hier vor einer Paywall landen, dann finden Sie so ein Symbol eingeblendet. Wenn dieses Symbol grün ist, heißt es, Unpaywall hat eine frei zugängliche Version
gefunden. Wenn Sie dann da draufklicken, landen Sie in diesem Fall im Repositorium der Leibniz-Universität Hannover, wo Sie dieses Dokument kostenlos herunterladen können. Genau, Sie finden dieses Tool unter unpaywall.org. Eine zweite Möglichkeit ist die Suchmaschine Bayes. Das ist die größte Suchmaschine speziell für Open Access Dokumente. Sie sehen hier wieder dasselbe Beispiel. Wenn ich diesen Artikel suche, finde ich zwei Treffer. Einmal um den Artikel in der Zeitschrift bzw. in diesem Sammelband und hier unten durch dieses Open Access Symbol gekennzeichnet wiederum die frei zugängliche Version im Repositorium. Und auf diese Weise kann ich auch wieder kostenlos und auch völlig legal auf dieses Dokument zugreifen. Diese Suchmaschine finden Sie unter basesearch.net. Die dritte Möglichkeit, das Tool Google Scholar ist Ihnen sicherlich bekannt. Auch da gibt es die Möglichkeit, frei zugängliche Versionen zu finden. Hier wieder dieses selbe Dokument, das ich suche. Und Sie sehen hier einmal schon direkt das PDF, das frei zugängliche PDF im Repositorium der Leibniz-Uni verlinkt. Aber auch wenn Sie hier nochmal hier unten auf alle fünf Versionen klicken, dann sehen Sie hier fünf verschiedene Versionen dieses Artikels aufgelistet. Die Verlagsversion, verschiedene andere Versionen und hier unten wiederum die frei zugängliche Version im Repositorium. Und auch hier wieder landen Sie dann mit einem Klick bei dem Dokument, das Sie kostenlos herunterladen können. Ja, damit danke ich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dass da vielleicht hilfreiche Tipps dabei waren. Sie finden hier unter dieser URL auch nochmal das Ganze schriftlich als Blogartikel zusammengefasst, auch mit den Links zu diesen und anderen Tools. Vielen Dank.